Der Verstand der meisten Menschen, so wie er jetzt ist, kann nicht einmal mit der Erinnerung von einem Leben klarkommen. Wenn du dich an 10 Leben erinnerst, wird dein Verstand durchdrehen. Es gibt andere, verantwortungsvollere Wege, dies zu tun. Schichten des Unterbewusstseins können auf eine bewusste Ebene gebracht und ausgearbeitet werden, aber nicht auf der Erinnerungsebene, sondern auf der Energieebene. Hat es irgendeinen Nutzen, zu einer Rückführungshypnotherapie zu gehen? Wenigstens werden Sie ein wenig aufrichtiger. Rückführungshypnotherapie. Die ganze Zeit haben Sie von Rückführungen in frühere Leben gesprochen. Dies ist eine bessere Terminologie. Zumindest sind Sie jetzt etwas direkter. Hypnose bedeutet im Grunde, dass du nicht wirklich versuchst, auf die Realität durch Hypnose zuzugreifen. Du versuchst zu etablieren, was immer du wünschst, nicht wahr? Ist das nicht die Grundlage von Hypnose? Wenn du einen Menschen hypnotisierst, hypnotisierst du ihn nicht, weil du ihn in die Realität holen willst. Du willst Realität erfinden, ist es nicht so? Wenn du jemanden in die Realität holen willst, brauchst du Bewusstheit, was das genaue Gegenteil von Hypnose ist. Nun, da sie sagen, dass es sich um Hypnotherapie handelt, werden sie also eine andere Realität erfinden. Eine, von der sie glauben, dass sie dich korrigieren wird. Du befindest dich also in einer Art von Problem und versuchst es mit etwas anderem auszugleichen. Es mag funktionieren, kurzfristig. Wenn jemand sehr krank ist, geht alles in Ordnung. Wenn es ihnen ein wenig hilft, ist es in Ordnung. Aber wenn du mich in Bezug auf einen spirituellen Prozess fragst, definitiv nein. Rückführung. Das ist im Allgemeinen alles nur psychologischer Unsinn. Aber angenommen, man kann das tun, sagen wir, man könnte in ein früheres Leben zurückgehen. Dann würde ich sagen, dass der Verstand der meisten Menschen, so wie er jetzt ist, nicht einmal mit der Erinnerung von einem Leben klarkommt. Die Erinnerung an nur ein einziges Leben bringt sie völlig aus der Fassung, nicht wahr? Wenn du dich an 10 Leben erinnerst, wird dein Verstand durchdrehen. Meinst du nicht? Die Erinnerung von einem Leben hat die Menschen unglücklich gemacht. Nur durch das Erinnern der letzten 25 bis 30 Jahre sind die Menschen völlig unglücklich geworden. Wenn du dich an 10 Leben erinnerst, kann ich mir deinen Zustand vorstellen. Die Natur hat also eine gewisse Barriere errichtet und das ist gut so. Es gibt andere, verantwortungsvollere Wege, dies zu tun, bei denen wir dich nicht erinnern im Sinne des Erinnerungsvermögens, sondern es arbeitet sich selbst in Form von Energie aus. Hat jemand an Samyama-Meditationen teilgenommen? Sind welche hier? Okay. Samyama bedeutet im Wesentlichen, dass Schichten des Unterbewusstseins auf eine bewusste Ebene gebracht und ausgearbeitet werden können. Aber nicht auf der Erinnerungsebene, auf der Energieebene. Denn wenn die Erinnerung kommt, werden die Menschen einfach durchdrehen. Sie können die Last von 2 oder 5 oder 10 Leben nicht bewältigen. Dein Verstand ist nicht in der Lage, das zu bewältigen. Es wird dich definitiv durchdrehen lassen und dein Leben völlig durcheinander bringen. Wenn du dich an Dinge aus früheren Leben erinnerst und es dreht sich alles um Menschen, sagen wir in deiner Nachbarschaft, deines Nachbarn, was auch immer, der Ehemann deiner Nachbarin, oder sagen wir, der Hund deines Nachbarn war dein Kind im vergangenen Leben. Ich kann mir dich vorstellen. Mit der Art von Emotionen, die du jetzt hast, wirst du das nicht bewältigen können. Es würde dich verrückt machen. Es wäre also völlig unverantwortlich. Wenn jemand dazu in der Lage ist, frühere Leben offenzulegen, wäre es völlig unverantwortlich, dies zu tun. Wir machen solche Dinge unter sehr kontrollierten Bedingungen, zu speziellen Zwecken für bestimmte Menschen. Aber das ist sehr selten. Es ist nicht notwendig im alltäglichen Gebrauch. Samyama ist ein guter Weg, da durchzugehen, weil es sich auf einer energetischen Ebene ausarbeitet. Du kommst nie auf die mentale Ebene, um dich an die tatsächlichen Details zu erinnern.
Aber du hast gesehen, dass sich etwas ausarbeitet, was für dich sehr offensichtlich ist. Das ist gut für dich, weil es reinigt. Aber das Erinnern ist nicht gut. Aber wenn es sich um Hypnotherapie handelt, dann ist es definitiv keine Rückführung. Es ist ein attraktiver Name. Wahrscheinlich ist es für die Leute faszinierend, es als Rückführung zu bezeichnen. In dem Moment, in dem du sagst, es sei Hypnose, denke ich nicht, dass es eine Rückführung sein kann. Die meisten Rückführungsprozesse, die stattfinden, sind rein psychologische Manipulationen. Sie berühren nichts im Inneren.